Willkommen zurück bei Bloodborne. Demon's Souls. Bloodborne war. Genau so hast du es mit Bloodborne am Anfang gemacht. Stimmt, da habe ich Dark Souls gesagt. Bei Dark Souls. Ja. Same procedure, sorry, yeah. Bei Dark Souls werden wir dann sagen, willkommen zurück bei Demon's Souls. Ja. Oh, warte, ich weiß, was ich noch am Anfang der Folge machen kann, bevor ich da reingehe. Ich kann mir die Items eben angucken. Wir sind jetzt auf Deutsch. So, die Gräser, die kennen wir, ne? Die sind bekannt. Aber den Nexus-Ring zum Beispiel. Das Nexus-Binding haben wir noch nicht. Oh ja. Nexus-Bindung, das Symbol derer, die im Nexus gefangen sind, damit bist du an den Nexus gebunden. Selbst wenn du deinen physischen Körper verlierst, kannst du nicht sterben und deine Seele bleibt im Nexus gefangen. Die Nexus-Bindung schickt den Benutzer nach seinem Tod in den Nexus zurück, doch sämtliche gesammelte Seelen gehen dabei verloren. Das haben wir schon im Tipp gelesen, die liegen da oben. Also sprich, ja? Ähnlich, also eine erste kleine Erklärung, was ist für den Nexus, den warum wir nicht sterben, auf sich hat und danach quasi eine Erklärung, dass das Ding das gleiche ist wie das Hunter Mark oder das Darksein bei Dark Souls. Ja, genau, richtig. Mann, die haben aber auch kopiert, ey. Mann. Ja, Mensch. Kopieren das ständig von sich selbst. Machte ich. Ich hatte auch vorher beinahe den Stream nicht gefunden, weil ich nach Bloodborne geschaut habe, statt Demon's Souls. Ah, okay. Das ergibt Sinn. So, ich denke mal, Wurfmesser sind sehr unspektakulär. Ein Messer, das fürs Werfen modifiziert wurde, Captain Obvious, wirf es, um anzugreifen. Leicht bewaffnete Ritter führen es häufig als Ersatzwaffe mit sich. Das wäre was für mich. Unbekannte Soldatenseele, die Überreste des Geistes eines unbekannten Soldaten, der in seinem Leichnam verblieb. Benutze sie, um die Seelen deinem Bestand hinzuzufügen. Wenn du sie zurücklässt, werden sie als Nahrung für Dämonen dienen. Die Folgen kennst du. Aha. Rest deines Geistes, okay, alles das Gleiche. Graue Dämonenseele, die Seele des Dämonenvorreiter. Von ihr geht große Kraft aus. Gewährt ihrem Träger bei der Verwendung eine große Menge Seelen. Kann außerdem in Zauber, Wunder oder Waffen umgewandelt werden. Das ist geil, wir kriegen eine einzigartige Waffe. Ach ja, stimmt, du hast ja schon eine Dämonenseele. Ja. Ich vergesse das immer wieder. Cheater! Hartsteinschärbe. Eine Schärbe aus hartem Erz. Wertet Einhänder, Äxte, Hämmer und so weiter auf. Ein einfaches Erz, das die Kraft einer Waffe gleichmäßig erhöht. Waffen können durch Hartsteine maximal auf Stufe 10 versteckt werden. Das kommt mir auch stark bekannt vor. Gibt es hier waffenspezifische Upgrade-Materialien oder wie ist das? Also hier, der ist für Einhänder, Äxte, Hämmer. Und wenn ich jetzt mal weitergehe, sehen wir, dass die Scharfsteinschärbe für Dolche, Krummschwerter und Speere ist. Also ja. Ah, okay, interessant. Der Text da unten drunter ist das gleiche. Das ist jetzt deutlich komplizierter als bei Bloodborne. Da war das ja alles sehr gestreamlined mit den Upgrade-Materialien. Gucken, was da noch so kommt in Items. Und die haben wir auch nur, weil ich den Boss gekriegt habe. Yay! Augit der Seelen, das ist dieses komische Leuchteding, was wir da unten haben. Ein Stein, den das Licht der Seelen strahlen lässt. Je nach den Seelen in der Umgebung ändert sich die Farbe des Lichts. Ah, okay. Er wurde von Geri, einem Freund des weisen Freak, hergestellt, der für sein magisches Geschick bekannt ist. Er ist leicht und einfach zu benutzen, deshalb wird er von Reisenden oft verwendet. Ah, der Freak wurde auch in der Sequenz erwähnt. Geri ist ein anderer NPC anscheinend. Ah, okay. Wer wird gerne verwendet? Entschuldigung, ich habe ganz am Anfang. Dieser Augit der Seele, das ist der Leuchtestein unten. Und der ändert seine Farbe je nach Seelen in der Umgebung. Was das genau heißt, weiß ich noch nicht. Ha. Huh. Demon's Souls ist die wohl schlechteste und dreisteste Kopie von Bloodborne und Dark Souls. Kappa. Deine Mutter wird coming. Jetzt nicht mehr. Aha. Löscht eingegebene Nachricht. Zerryline. Fick dich, Nuki. Was ist denn? Was macht die denn da? Das ist so unfair. Was macht die denn da wieder die ganze Zeit? Die beiden haben sich wieder lieb. So, Dolch ist, denke ich mal, auch easy. Ein einfacher Dolch.
Eine Hiebwaffe, die ungeschütztem Fleisch schweren Schaden zufügt gegen Materialrüstung, Metallrüstung und Hartpanzer, aber nur wenig ausrichtet. Dolche sind besonders wirksam nach Paraden oder bei Angriffen auf den Rücken des Gegners. Kennen wir? Kurzbogen, ein kleiner Bogen, die einfachste aller Distanzwaffen. Benutzer von Distanzwaffen brauchen Pfeile und Bogen. Ist ein Pfeil zum Abschuss bereit, kann der Benutzer sorgfältig mit 1 zielen. Haben wir schon gemacht. Faustschild. Ein kleiner Schild, der beim Parieren besonders effektiv ist. Diesen Schild zu benutzen, setzt ein bestimmtes Maß an Fähigkeit voraus, also nicht für mich. Soldaten mit leichter Ausrüstung kombinieren ihn oft mit einem Rapier. Hab ich nicht. Pfeil. Ein Standardpfeil zum Gebrauch mit einem Bogen. Für Distanzangriffe müssen Pfeil und Bogen ausgerüstet sein. Okay. Assassinenmaske. Eine dünne Stoffmaske, die Nase und Mund abdeckt. Für Diebe und Assassinen geeignet, die ihren Atem verbergen wollen. Sie wird jedenfalls nicht für gute Zwecke benutzt. Das stimmt. Glänzende schwarze Lederkluft. Sie fungiert als dicke Haut und schützt den Träger, ohne seine Bewegungsfreiheit einzuschränken. Ihre Giftresistenz ist besonders gut. Sehr gut. Schwarze Lederhandschuhe, sie sind wasserundurchlässig und eignen sich zum Ausführen gefährlicher Arbeiten. Aha. Also wieder Dieben und Klauen. Schwarze Lederschuhe, die Fußschritte dämpfen, das ist gut. Werden von Dieben und Assassinen getragen, die sich in den Schatten verbergen müssen. Sie wird jedenfalls nicht für Gutes verwendet. Sie werden, wenn dann. Das ist eine Mehrzahl. Stiefel. Und Ringe haben wir keine. Okay, das war schon. Dann auf zum Ballast von Boletaria. Eine gigantische, aus Stein erbaute Burg im nördlichen Königreich von Boletaria. Dort lauern gierige Soldaten, deren Seelen von Dämonen geraubt wurden und furchterregende Drachen. Ich weiß, hier und da erwartet uns schon mal eine Videosequenz. Also viel Spaß dabei. Ja. Und ein Ladebildschirm. Davon gibt es ja auch echt mehr als bei Bloodborne. Mehr Videosequenzen. Und Ladebildschirm. Und das auch, ja. Noch mehr Ladebildschirm. Lord Riddle, den haben wir auch noch nicht gesehen. Der ist bestimmt auch irgendwo im Spiel zu sehen. Das fand ich auch ganz interessant, dass bei Demon's Souls Charaktere auf den Ladebildschirm gezeigt wurden. Gott, das hat mich viel zu früh ausgeblendet. Ah, jetzt geht's los. Alles klar, den Drachen lasse ich in Ruhe. Auf jeden Fall erstmal. Hier, Unokula, viel Spaß beim Lurken. Guck mal, eben hier. Guck mal, sehe ich schon ein Item. Gut, dass wir gelootet haben. Guck mal, die ganze. Boah, ist die Burg riesig. Nice. Man merkt natürlich, es ist nicht so detailliert wie damals. Dark Souls, Bloodborne. Ja, ist ja auch schon die ganze Generation. Hallo, mein Freund. Hat er mich aber überrascht. Ah, Mist, ich wollte einfach vorbeilaufen. Sichelmondgras. Oh, da holen die ganz viele Items. Cool. Ah, eine Tür. Angar ist da? Wo kommst du denn her? Das weißt du doch bestimmt besser als wir, oder Sonja? Stimmt, eigentlich müsstest du das wissen. Aber wahrscheinlich ist Sonja gerade den Boss legen. Und deswegen weiß sie nicht, wo der gerade rumschnüffelt. Unbekannte Seelen. Schön. Wenn du es weiter versuchst, kannst du weitergehen. Wow. Ich will überall Items, ich will sie haben.
Oh ja, das hat Dark Souls beibehalten bei den Seelen. Da ist es auch so, desto bekannter und desto heroischer die Person war, von der die Seele kommt, desto mächtiger ist sie. Ja, hier sind unbekannte Soldaten gestorben. Mhm. Sichelmondgras. Genau, die geben nicht ganz so viele Seelen und später finden wir dann Helden. Und das sind dann schon ganz mächtige. Scheint so ein Community-Spruch zu sein, wenn du nicht aufgibst, kannst du weitergehen. Das scheint ja schon zweimal. Ja, vielleicht ist das doch ein vorgefertigter Text. Ja, vielleicht auch was. Oh, da habe ich anspringen lassen. Leider kriegt man hier keine Energie von seinen Gegnern, wenn man die wieder schnell tötet. Ja, schade, das stimmt. Die Mechanik, die vermisst man. Und vom Bloodborne zu den Soul-Spielen zurückgeht. Es tut mir auch leid, wenn man den Controller ein bisschen... Oh, hallo, mein Freund. Kommst du runter? Ja, du bleibst noch oben, okay. Es tut mir leid, wenn man den Controller ein bisschen lauter hört. Der ist leider alt, so ein PS3-Controller. Der klappert ein bisschen mehr. Ja, meiner auch, wahrscheinlich. Meiner ist auch schon so lange nicht mehr benutzt worden, dass er schon ein bisschen klebrig ist. Oh, kann ich dir einen guten Tipp geben? Alkohol in Reinigungsschwämme. War bei mir auch so. Die Sticks haben voll geklebt. Ich habe einfach auf dem Reinigungsschwamm Alkohol, einfach so Reinigungsalkohol drauf und damit den Stick abgewischt. Das geht super schnell runter, das Klebezeug. Ah, okay. Die sind richtig wie neu. Tipps gegen Spack. Tipps gegen Spack, ja, ich kenne mich mit Spack aus. Ach, du wollte fragen, ob du die Pizza schon vorbereitet hast. Ach so, die machen sich schon wieder Pizza. Die essen in jedem Stream hier Pizza. Könnt ihr doch ruhig machen, wenn wir nicht die ganze Zeit füttern. Ich glaube, ich muss da mal einen kleinen Ambo-Schützen aus dem Weg räumen. Oh, nein! Ah, hat mich getroffen. Hm? Die laufen halt zu seinem Kollegen darauf. Jetzt kommen wir wieder runter. Komm, ich will gleich wegsnipen. Ach, verdammt. Zumindest einen schon mal weg haben. Sehr gut. Den anderen kriegen wir auch im Nahkampf klein. Sofern hier nicht einer hinter der Ecke steht. Ich kenne das Spiel doch. Nein, da ist keiner. Gut. Nanu? Was ist das? Was ist was? Hier ist ein Loch mit komischen Seelen drin. Nicht sehr vertrauenswürdig. Nee. Garantiert nicht. Ah, Halbmondgras. Danke. Vorsicht vor der Falle weiter vorne. Okay. Dann steht hier doch bestimmt. Da ist ja schon einer. Danke für die Warnung, lieber Text. Der hätte mir in den Rücken laufen können. Oh Leute, bei uns macht das echt wenig Sinn, leider. Ach, schade, ich hoffe, das ist nur so eine Ausnahme bei euch. Das kann ja jetzt eigentlich nicht, also... Keine Ahnung, vielleicht hilft es, wenn ihr die Qualität ein bisschen runterschraubt. Aber gut, wenn es bei euch nicht klappt, dann... klebriges weißes Zeug, weil hier ein Bett ist. Also bitte, jetzt übertreibt man nicht. Ja, wenn es bei euch nicht klappt, dann ist es natürlich schade, aber ich kann auch verstehen, wenn ihr euch der ständiges Nachladen nicht antun wollt. Oh, kein Problem. Tut mir leid, Fox. Der Stream ist gerade unguckbar für uns. Brandbombe. Yeah. Alles klar. Wir sehen, lesen uns zum nächsten Stream wieder. Hoffentlich haben wir dann eine bessere Performance. Habt noch einen tollen Abend zusammen und lasst euch die Pizza schmecken. Und du den Teeheader. Danke, ihr beiden. Danke. Jo, vielen Dank. Danke trotzdem fürs Reinschauen. Kein Thema. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe auch, dass das dann wieder bei euch auch besser funktioniert. Macht's gut. And kick some little demon asses. Oh yeah, I will do.
But before this, I will read the Bombe. Wo ist sie? Was? Ich hab Brandbomben gekriegt. Ah, okay. Ein Ölfass so, so. Ist mit einem brennbaren Stoffpropfen entfacht beim Werfen. Ein großes Feuer. Hä? Was ist das denn für eine Übersetzung? Ach, entfacht beim Werfen ein großes Feuer. Entfacht, ja, genau. Ja, ich kann einfach nicht lesen, das ist das Ding. Ach, das wissen wir doch schon lange. Ja, danke. Aber stand da gerade ein Ölfass? Vielleicht ist das ein sehr kleines Fass. Ja. Oder eine Ölvase. Kann ich Items einslotten? Irgendwie? Ja, im Equipment Screen. Das ist quasi das zweite direkt hinter den Beutel. Dann nehme ich das mal die beiden starken Health-Sachen da raus und tue mir die beiden schwächeren erstmal nebeneinander. Und dann kann ich hier die Wurfmesser, die Brandbomben. Haben wir sonst noch irgendwas Geiles? Nö, aber schon mal etwas. Wurfmesser, Brandbomben. Ja, ich habe aktuell das Sichelmundgras und das Halbmundgras die ganze Zeit angelegt. Genau. Ah! Geil! Das hat den Gegner instant gekillt. Und ich habe auch schon die erste Stelle gefunden. World Tendency, was ausmacht. Ganz am Anfang direkt auf der Brücke. Da ist ein Tor. Aber das kannst du dir später anschauen. Unten das Tor, das kleine, wenn man links runter geht. Genau, richtig. Da stand ich eben vor. Das ist offen, wenn die World Tendency ein Punkt positiv ist anscheinend. Ah, okay. Jetzt muss ich nur rausfinden, wie man sie positiv macht. Ja. Eine Möglichkeit kann ich dir gleich zeigen. Oder eine Möglichkeit wird gleich automatisch passen. Ich finde das geil mit meinem Dolch, kann ich die meisten Gegner einfach tot smashen. Hä? Unbekannte Soldatenseele? Danke. Sichelmondgas. Sollte man das Schild öfter oben halten. Nachricht lesen. Vergiss nicht. Was denn nicht? Kettenbrecher. Oh, eine neue Waffe. Geil. Ein winziger Rapier. Er hat keine Schneide und kann auch die härteste Rüstung durchdringen. Es hat nur eine kurze Reichweite, verursacht aber schweren Schaden. Es ist wirksam gegen Metallrüstung und harte Panzer, kann aber leicht pariert werden und die Verteidigung des Gegners nur schwer überwinden. Okay. Gucken wir uns das Ding nochmal an. Meine kurze Theorie. Kann ich eigentlich... Boah, geil, ich kann beidhändig kämpfen. Yes! Inwiefern? Ich kann beidhändig kämpfen. Ob ich das will, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt nämlich kein Schild. Oh, ich kann das Schild ja sonst auch rausnehmen. Mit dem Messer beidhändig, ja. Oder was? Dolch erlegen. Das heißt, wenn ich... Ah, der sticht mit oben. Der sticht aber schnell. Oh, hallo. Na, wenn du zwischendurch mal merkst, dass sich da jetzt halt öfter besonders viel Schaden zu machen, um so wirklich... kurz Zeit hast, kannst du auf beidhändig wechseln. Ich teste das mal gegen den hier. Oh nein, wir dann müsstest Feuerbälle. Du ein bisschen mehr Schaden machen. Gegen Feuerbälle nehme ich doch lieber ein Schild zur Hand. Terpentin. Watch this. Das ist wahrscheinlich das Öl, oder? Natürliches Harz einer Kiefer. Trage es auf die Waffe und der rechten Hand, und um sie mit Feuer zu hüllen. Oh, kann nicht auf hölzerne Waffen aufgetragen werden. Es gibt hölzerne Waffen? The fuck? Huh. Wer will aber im Holzschwert rumrennen? Also klar, jeder Speer theoretisch, aber da ist natürlich die Frage, die Klinge ist ja nicht Holz. Ist da über mir ein Gegner? Jo! Ich hab deinen Schatten gesehen. Oh. Hier hinter mir kommt er noch nicht, ne? Okay. Kann ich jetzt einmal...
Drop. Lol. Ich hab den in den Kopf geschossen, der geht nach vorne, fällt runter und stirbt. Muss ich mal kurz gucken, ob der was gedroppt hat. Wie weit ist denn der gefallen? Ach, hier liegt er. Oh, hat nichts gedroppt. Schade. Hm, so kann man auch Gegner aus dem Weg räumen. Gleich zu Pizza, euch einen schönen Tee, genau. Wenn man den ganzen Tag in der neuen Wohnung streicht und macht, fühlt man sich schon fast fremd. Oh, Rangaris. Ich werde sie mir ja angucken können am Wochenende. Sei froh, dass du eine neue Wohnung bekommst. So, nun muss ich euch drei hier aus dem Weg räumen. Erstmal nicht da oben. So, die unteren. Ach, der geht ja irgendwo raus. Ah, gut. Oh, ich hab mit. Falsch. Ich hab die falsche Waffe noch draußen. Das hätte böse ausgehen können. Oh, die ticken ganz schön durch, wenn die angreifen. Das muss ich mir merken. Yo, Alter, voll geil. Und noch zwei in der neuen. Wie komme ich an das Item? Ich höre Schritte von oben. Bestimmt der Gegner, den ich gerade angeklöppelt habe. Okay. Da ist nichts zu holen. Vielleicht von oben gleich. Runter drauf fallen oder so. Oh, hallo, mein Freund. ...156 Schaden bei einem... Ah, lol. Ich glaube, da unten ist der digitale Boden. Der Gegner hat nämlich einfach so an der Felswand. Vorsicht, genau, die Nachricht wollte mich warnen. Hier haben wir noch einen Frohkollegen. Hat er mich getroffen? Ich glaube, unser anderer Freund ist hinter uns. Zumindest höre ich Schritte. Jo, da ist er. Zack, zack, zack. Ach, Blutfleck berühren, das will ich ja gar nicht. Halb und Gras, sehr gut. Aha, lass mich raten. Große Steinkugel. Und ein Item. So, ein bisschen obvious hier, die Steinkugel. Ah, guck mal, bin sogar schon richtig. Da, 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 da. Was, das Schwert wird ja immer geiler. Nice. Wobei, dann hat Fox was zu lesen, während er auf Hedda wartet. Wieso, was willst du Fox denn zum Lesen geben? Und noch zwei, aber lass mal nicht Hedda Stream voll spammen. Ach so. Ach, wieso? Spammt ruhig. Noch kann man ja alles lesen. Schwert. Bastardschwert. Ein großer Anderthalbhänder. Diese Waffe ist ebenso vielseitig wie ein Standardschwert mit gerader Klinge, muss aber aufgrund ihres großen Gewichts von den meisten mit zwei Händen geführt werden. Ihre gewaltige Hiebe zehren rapide an der Ausdauer ihrer Gegner und können ihre Verteidigung leicht durchbrechen. Oh, die Waffe nimmt Gegnern Ausdauer weg. Ist ja geil. Dein Können reicht nicht, um diese Waffe zu verwenden. Ihre Effizienz im Kampf ist gemindert. Na gut, alles klar. Dann nehmen wir sie halt nicht. Ach, schade. Noch nicht zumindest. Noch nicht. So, Schild nach oben. Guck mal, auf diese Distanz werden Items dort schon gar nicht mehr gerendert. Interessant. Oh, da gegenüber liegt ein Item. Wie komme ich denn da hin? Ah, von oben von der Brüstung bestimmt. Gleich mal gucken, wenn ich oben bin. So. Du gemeiner Steineschmeißer. Ich stech dich kaputt. Da entsteht ein Ritter.
Hallo, Bolzenwerfer. Noch einer. Gott, jetzt muss ich Bolzen ausweichen und gleichzeitig unseren Kollegen hier kaputt machen. Okay, der war nicht schwer. Gehen wir jetzt mal hier lang. Wenn da hinten ein Ritter ist, dann... Halbmondgras, dankeschön. Raum ist leer. Weiter vorne solltest du mit einer verschlossenen Tür rechnen. Ich rechne da vorne erstmal mit ganz was anderem. Ich also wenn der Ritter da hinten blaue Augen hat und schwer ist und der hat rote Augen. Ich kann mich ja nicht viel von dem Spiel erinnern, aber ich weiß, dass ich da jetzt nicht hingehe. Ich weiß noch, rote Augenritter nicht hingehen. Jedenfalls noch nicht. Du musst mehr parieren, Hedda. Ach, scheiß auf parieren. Geht doch. Hallo? Irgendwann sterbe ich, dann fange ich an zu parieren. Vorsicht vor dem Gegner weiter vorne. Ach, echt? Mist. Alter, der haut mich ja. Ich will den eigentlich backstabben. Krieg nicht hin. Hey, setz dich mal weg. Oh, das hätte auch parieren sollen. Wieso kann ich den denn nicht backstabben? Geht das mit der Waffe nicht so gut, hört? Oder stand ja auch bei dem Dolch bei, dass der Dolch besser zum Backstabben geeignet ist als andere Waffen. Dann standst du vielleicht nicht ganz gerade hinter den Gegner. Ist auch bei dem Ritter echt... Oh, der hat sich geheilt. Jetzt! Da, Mann. Boah, fast ein Instant-Kill. Sephin, mein Freund. Halbmondgras. So, und hier kann ich bestimmt runter zu dem Item, ne? Geronimo! Leichte Armbrust und Holzbolzen. Geil. Leichte Armbrust. Eine kleine Armbrust, die häufig von den Soldaten Boletariats eingesetzt wird. Eine einfache zu handhabende Distanzwaffe. Armbrüste können nur abgefeuert werden, wenn ein Bolzen geladen ist. Kann man mit ihnen nicht genau zielen. Man kann mit ihnen nicht genau zielen und das Nachladen kostet Zeit. Ich hoffe, das machen die im Damage wieder wett. Oh ja, die machen doppelt so viel Damage. Aber. Ah, das ist einfach nur so eine Brüstung, okay. Ich glaube, ich bleib beim Bogen. Denn, damit kann ich Leute wegsnipen. So, schnell wieder nach oben. Immer schöner. Nebel mache ich, glaube ich, später, weil Nebel ist immer Bereich öffnen und das ist dann immer ein bisschen... Hier bist du sicher, das glaube ich nicht. Aber? Ja, bei den Nebel brauchst du keine Angst erstmal zu haben. Okay. Vorsicht vor Feuer weiter vorne, okay. Alles klar. Brandbombe, 6 Stück, danke. Aha. Okay, ich glaube, das Spiel wollte mir zeigen, dass diese Kugeln dort Öl enthalten. Danke, Spiel. Nett von dir. Jetzt kommt hier. Okay. Wow, ich muss ganz schön furchterregend sein. Vorsicht vor Feuerangriffen des Feindes. Ja, der Feind springt gerade in den Tod. Er hat Angst vor mir. Ich glaube, das war ein kleiner KI-Fail.
So. Aha. Ah, ich erinnere mich. Oh, das kenne ich noch. Man kann diese Ketten kaputt machen. Stimmt. Oh, das ist leer. Yes. Ah, ja. Ja, also manchmal, weißt du schon, wo du bist. So manchmal poppen noch Erinnerungen auf. Ich habe das Spiel ja schon mal, wie gesagt, einmal so. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Oh, 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 die stehen da unten neben Branddingern. Yay. Viel Spaß, Leute. Was ihr könnt, kann ich schon lange. Ja, Kollege auch noch. Oh, ein dritter kommt auch noch. Da muss ich mich mit dem hier ein wenig... Komm, du willst aber schon auch wieder springen, oder? Zwei sind doof. Okay, zumindest ist er down. Einer ist deutlich einfacher. Puh, geschafft. So, noch ein Sportsfreund. Nee, aber 1000 Brandfässer. Die will ich weghaben. Oh, da musst du aufpassen. Das solltest du vielleicht die erste Bombe reinwerfen. Naja, deswegen. Da ist aber nichts gewesen. Ah, eine Tür. Und ein Item dahinter. Yay, Item. Aber da nicht ein Gegner hinter, der eine Bombe geworfen hat? Ring der Adhesion. Hier oh, der hier. Ist gut. Der ist definitiv wichtig und gut. Oh, ich bin am Eingang. Geil. Mhm. Erste kleine Abkürzung. Ring der Adhesion, ein mysteriöser Ring in der Form eines Auges, vermindert für den Träger den TP-Verlust in Seelengestalt. Oh yes. Das wird sofort ausgerüstet. Krass, du. Das sind ja 25% ungefähr. Obwohl du natürlich, wenn, wenn wir alles richtig machen, oder wenn es so abläuft, wie ich glaube, wie es abläuft, wirst du den Großteil der Zeit... Ah nee, Blödsinn. Wir werden uns wahrscheinlich abwechseln. Mal wirst du in Seelengestalt sein und mal werde ich in Seelengestalt sein. Okay. Das wird, glaube ich, gar nicht anders gehen. Du wirst das managen. Warum kann ich das alte, zerfetzte Gewand nicht anlegen? Ist auch genauso gut wie meins. Okay. Ach, für... Lol, für Frauen. Mann. Hä, das hatte ich vorhin auch. Ich habe auch ewig da gestanden und gedacht, hä? Ja, da steht ich das bei den Stats steht für Frauen drunter. Ja, genau. Gewand aus mehreren Schichten zerfetzten Stoffes. Es ist zerrissen. Die Nähte platzen auf und etliche unsehnliche Insekten haben sich in seinen Inneren eingenistet. Das will ich auch gar nicht anziehen. Keine vernünftige Person würde so etwas tragen. Das ist schon ein bisschen gemein, ne? Ja. Nur für Frauen. Keine vernünftige Person würde dies tragen. Grobe Handbandagen aus mehreren Schichten zerfetzten Stoffes. Sie sind zerrissen, nette Platz, oh, bla bla, kennen wir. Ja. Okay. Hey, spawnen Frauen ohne Klamotten oder warum kriegen die hier ein Set? Nee, die haben natürlich auch Klamotten. Aber es gibt Klamotten, die sind exklusiv für Frauen und exklusiv für Männer. Und Unisex. Mann, jetzt will ich eine Frau spielen. Ich muss dieses Loot-Zeug nochmal anders konfigurieren. Das kommt mir doch ein bisschen zu oft. Ich dachte, das kommt nur, wenn Leute das machen und ich bin einfach so selber. Ich glaube, ich habe da was falsch eingestellt. Ja, diese Werbeeinblendung. Eigentlich kann man als Zuschauer diese Werbeeinblendung frei starten und dann verdiene ich da so ein minimales Obolus mit, aber ganz, ganz wenig. Aber irgendwie kommt das ständig und ohne, dass Leute das machen. Das ist nicht so, wie ich das wollte. Ja, ja. In Wirklichkeit verdienst du die hier goldene Nase. Wäre schön. Bestimmt nicht. Genau, und tänzeln ganz viele Gegner rum und da ist auch ein etwas stärkerer, so wie es scheint.
Da ist ein Typ hinter Feuer. Wird ja mal schöner. Ah! Der wirft Feuer. Ah, okay. Du bist bei den Drachen. Ja, es ist bestimmt irgendeine... Was hast du gerade, Drachen gesagt? Bist du nicht bei einem Drachen? Ich meinte, ich hätte... Gerade bin ich bei einem Typen, der Feuerfässer gesprengt hat. Ah, okay. Dann ist das der, den ich vorhin meinte. Yes. Geht auf. Gibt es eigentlich in dem Spiel unsichtbare Wände? Ich glaube ja. Bin mir sogar relativ sicher. Oder muss ich ja aufpassen, dass ich mal welche finde. Ja, schlimm, ne? Also diese Waffe macht zwar mehr Schaden, aber ich finde die nicht so geil wie meine eigene. Oh, hallo! Backstab! Chuck! Okay, wo ist der hingefallen? Okay. Ganz viele Bretter. Ah. Ich erinnere in diese Medium. Das ist so gemein. Hm? Ich habe mich gerade noch. Ich habe mir die Bretter, haben mich an was erinnert. Hier ist ja dieser Typ hinter, der kein Gegner ist. Ah, okay. Good day to you. Care to look over my mail? Ah, der. Mostly stolen, but who's telling eh? Gegenstände kaufen. Hat irgendwas Cooles? Soldatenlotus. Das Blütenblatt einer blauen Blume, die auf dem Wasser treibt, hemmt die Blutung des Benutzers. Was ist Blutung? In ich glaube, das ist ein Statuseffekt ähnlich wie Gift. Ah, okay. In proletarischen Kriegszeremonien wurde es den Soldaten gegeben, ehe sie in die Schlacht zogen. Es hat daher auch symbolischen Charakter. Was kostet so ein Ding? 200? Nehmen wir mal einen von mit. Für den Fall, dass etwas passiert. Keule. Eine Keule ist nicht mein Waffenstil. Holzschild. Zwar leichter als ein Metallschild, schneidet sich dafür aber durch geringe Robustheit und Schadensabsorption aus. Hier ist eine starke Schild. Okay. Könnt ihr mir ein Holzschild leisten? Das ist bestimmt besser als mein jetziges Schild, aber ich finde bestimmt noch andere Waffen. Hm. Plattenhelm? Nee, das ist zu fett für mich. Thanks for that. Komm. Ich wollte noch mit ihm reden. Ich will noch mit ihm reden, Mann. Hallo. Hallo. Be a brave knight or depraved slave. The demons will snatch your soul, then you'll go mad. And those who dare cling to their humanity are hunted down. It is the end of Great Boletaria as we know it. But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle. That stimmt. There's this skinny fella, clad in fabulous armor, who's always mumbling about some mission. He's another one who's managed to stay sane like yourself. Probably some pampered son by the looks of his attire. I'd give an arm just for the buttons off his shirt. Oh, der redet von dem blauen Typen im Nexus. It is the end of Great Boletaria as we know it. But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle. Ich glaube, es wiederholt er sich, oder? He's another one who's my problem. Hold it, friend, going so soon. Oh, da ist ein Item, da komme ich. Hä? Ach, das ist der Gegner, den ich da reingedrückt. Nein, ich komme nicht an sein Item ran. Ich hab den durch die Wand gekickt, jetzt komme ich nicht an das Item. Scheiße. Okay. Damn. Ja, ich glaube, das ist bestimmt nur Sichermondgras, oder? Ja, das ist ein einfacher Gegner gewesen. Vergiss nicht. Was darf ich nicht vergessen? Da sind ganz viele Feuerbolzen. Fässer, die mache ich mal, glaube ich, lieber weg. Schmupp. Was ist immer laut? Irgendwer stöhnt mir hier ins Ohr. Okay.
weiß nicht, was da unten so rumstöhnt. Ey, ey. Ihr Cheater. Boah, zwei. Boah, die hätte ich hier killen können. Ah, die mit den Feuerfässern hätte ich sie besiegen können. Boah, Hallen dauert aber echt lange in dem Spiel. Der wie Feuer. Gut, dass ich die Fässer kaputt gemacht habe. Alter, aber Alter, zwei von denen sind aber auch schon nicht zu verachten. Der Typ schießt auf mich? Treffe ich den von hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Er trifft mich ja auch nicht. Naja, okay. Dann hole ich ihn mir später. Naja. Hier habe ich jetzt noch meine Freunde. Oh, die kann ich anlocken. Zack! Backstab! Mir fehlt ein Alert. Habe ich hier Alerts aus? Wieso? Wovon? Wieso? Was passiert? Was für ein Alert? Stream-Element sagt nichts. Ist was passiert? Hab ich was gesehen? Alerts sind... Stimmt, wo sind die Alerts? Ich glaube, die Alerts sind hier drin. Warte, ich mach mal eben kurz ein Game-Kamera aus. Alerts sind an. Das letzte, was hier steht, ist, was du gehostet hast. Ich schau noch mal eben. Vielleicht ist Twitch auch gerade wieder ein bisschen überfordert oder Streamlabs, wer auch immer. Stream Elements nutze ich nicht. Da kann ich nicht gucken. Nö. Streamlabs, du hast das letzte Mal gehostet. Das war ja Anfang des Streams. Ich weiß nicht, was ich übersehen haben soll. Ich habe für Subs. Oh. Stimmt, falls irgendeiner spenden sollte. Ich habe fürs. Oh, es könnte sein, dass ich kein... Nee, Spenden habe ich auch drin. Ja. Nee, ich weiß nicht, welcher Alert mir fehlen sollte. Spenden ist drin. Followen ist drin. Subs ist drin. Das ist klar, das kennen wir. Ich glaube, ich habe noch keinen... Ich werde geradet. Aber das müsste dann automatisch der Host-Alert sein. Ja, ich bin mir nicht sicher. Es ist noch nichts auf Unauffälliges passiert. Ist ja komisch. Nee, klar, Stream Elements müssten da laufen, wir die Alerts drüber. Natürlich. Oh nein, das war dumm gerade, was ich jetzt gemacht habe. Ich werfe nochmal einen Blick hier rein. Tja, wenn ich hier gerade irgendwas übersehe, dann tut mir das herzlich leid, aber. Ne, Stream Elements ist ja gar nicht mehr im Einsatz. Wenn dann Streamlabs. Vielleicht ist der Alert gerade ein bisschen hinterher. Das kann sein. Hin und wieder sind die ein bisschen langsam. Das passiert ja gerne mal. So, okay. Dann mache ich jetzt mal meinen Plan hier und fange an zu schießen. Ja klar, der Pfeil hat seine Richtung geändert im Flug. Natürlich. Das machen die doch immer, oder? Na klar. Oh. Damn. Wieso geht denn das nur weit nach links? Muss man eben ein bisschen... Boah, ist so schwer. Snipen ist nicht gut in dem Spiel. Das müsste gehen. Hä? Lol. Dann halt da hinschießen. Oh, ich habe keine Pfeile mehr gleich. Aber er ist tot.
Toll. Ah, der typische Shutdown. Hoffentlich klappt der Stream noch. Und Stream überlebt. Geil. Der Stream hat überlebt. Yeah, yay. Das Problem weiß ich auch noch nicht bis heute, woran das liegt. Hm. So, meine Freunde, da links geht's in den Abgrund, da ist noch ein Gegner, rechts ist frei. So, jetzt komme ich endlich mal weiter. So. Wenn du weitergehst, dann... Ah, komm ich... Oh, hallo. Na gut, zumindest einen weg. Immerhin etwas. Ah, ich kann sie lurken. Ah, wieder so ein Typ, der austickt. Gerade verschwende ich ein bisschen Ressourcen. Das ist noch nicht so gut. Ist gut, Brauner. Last but not least. Ach komm. Hier lohnt sich kein Backstep. Sichelmondgras. 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 Nach einen mach einen Schritt nach vorn. Was ist passiert? Ich bin über eine Mauer geklettert. Hä? Glitch? Was ist das denn für ein Trick? Oh Leute, ich glaube, ihr kriegt da unten gleich Spaß. Tschüssi! Na, damn. Oh, ist doch jetzt nicht wahr, Mann. Hä? Zumindest zwei down. Wir sind da noch? Zwei? Okay, zwei davon krieg ich down. Oh, von wegen zwei. Damn! Woo. Okay, das wird jetzt ein Spaß. Ich gehofft, ich könnte eine Kettenreaktion bei den Fässern auslösen, das habe ich aber nicht hingekriegt. Egal, ich komme ja noch. Die machen zum Glück nicht viel Schaden. Hab ich gerade gesagt, die machen nicht viel Schaden? Verdammt! Von wem? 8 oder 10 Gegner. Von den Starttypen. Leider alle auf einmal. Ich könnte auch mal parieren, ne? Könnte helfen. Jetzt ist auch egal. Meine Gegner am Anfang sind auch so einfach. Ja, okay, aber... Oh, Hartsteinscherbe und Scharfsteinscherbe. Geil. Klug, klug. Vorsicht vor der Falle weiter vorne. Rechts. Soldatenlotus. Hätte ich gar nicht kaufen müssen. Unbekannte Heldenseele. Geil. Das wird immer besser. Da irgendwas drin? Nein. Huh, ich dachte gerade, der Geist wäre ein Gegner. Huh. Bin ein bisschen nervös gerade bei so vielen Gegnern. Ja, kein Wunder. So. Ich muss echt mal sehen, dass ich vorankomme. Wir wollen ja noch Koop spielen. Blauer Ritter. Blauer Ritter mit Speer.
Ne, mit Langschwert. Oh, oh, fuck! Wow. Das war hart. Okay. Oh, nein. Wow. Wow, 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 wow. Blauer Ritter, lass mich. Okay, die Zeit nutze ich, um mich zu heilen. Wie komme ich denn an dem vorbei? Nicht Ausdauer drainen lassen, das habe ich doch schon mal gesagt. Hör mir doch mal zu. Ah, seine rechte Schulter ist. Reicht als seine linke Schulter, okay. Merken. Blauer Ritter, Langschwert, rechte Schulter. Oh, wir haben gleich schon Folgen, Ende von Folge 2 erreicht und ich habe den Boss immer noch nicht erreicht. Und dann muss ich ihn auch noch besiegen, bevor wir Korb machen können. Alter! Es tut mir so leid, Fox. Ja, passt schon. So ist das halt am Anfang. Ja, leider hat unser Plan ja nicht funktioniert. Wir wollten es ja schneller hinkriegen mit dem Koop. Ja, ich hatte auch nicht gedacht, dass man so weit im Spiel schon drin sein muss. Yes, Backstab. Und nochmal Backstab. Ja, yeah, jetzt läuft's. Krummsäbel. Nachricht lesen. Geht nicht weiter ohne ein Katana. Hä? Wie? Ohne ein Katana? Ich hab kein Katana. Krummsäbel macht ein bisschen mehr Schaden. Ein kleines Krummschwert, eine Hiebwaffe, die ungeschütztes Fleisch schweren Schaden zufügt, gegen Metallrüstung und harte Panzer aber nur wenig macht. Die Ziele dieser Waffe erleiden Blutung. Oh, cool. Moment mal, hast du eine Stelle gefunden, wo du über eine Mauer dich... Oder wie? Ich bin gerade über eine Mauer drüber geklettert, ja. Geklettert oder? Also war das auch schon... Eine Kletteranimation. Da war eine Animation da. Oh, ja. Okay. Cool. So, diesen Raum da mit den Gegnern, die mache ich aber gleich in der nächsten Folge. Das heißt, hier machen wir gerade mal wieder einen YouTube-Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten YouTube-Folge wieder. Bis dann. Jo, bis dann.